Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Frühlingsvideo. Das erste Märzwochenende ist da. Ja, und damit starten wir so richtig in die tolle Zeit der Morcheln, Lorcheln und Werpeln. Mit einer der ersten Arten, mit der man aus diesem Bereich rechnen kann, ist neben Spitzmorchel und Scheibchenlorchel auch der Morchelbecherling. Wo und ab wann ihr Morchelbecherlinge suchen, finden und sammeln könnt, woran ihr Morchelbecherlinge erkennen könnt und auf welche Verwechslungspartner ihr aufpassen müsst, all das in diesem Video. Auf geht's! Wo und wann kann man denn die Morchelbecherlinge jetzt finden? Ja, den Morchelbecherling findet man von März bis in den Mai hinein. Es handelt sich um einen typischen und beliebten Frühlingspilz. Oft erscheinen die Morchelbecherlinge einige Tage bis Wochen vor den Speisemorcheln. Die Morchelbecherlinge findet man in Auwäldern, gerne bei Eschen, auf kalkhaltigen, feuchten Böden. Regional sind die Morchelbecherlinge leider selten geworden und befinden sich deshalb auf der roten Liste und haben dort den Status Gefährdung unbekannten Ausmaßes. In nicht wenigen Regionen gibt es aber auch regelmäßig Massenvorkommen des Morchelbecherlings, weshalb er dort problemlos als Speisepilz gesammelt werden kann und nicht unbedingt geschont werden muss. Die ersten Morchelbecherlinge 2022 gab es bei uns zum Beispiel am 19. März. Fun Fact am Rande: Der Morchelbecherling ist einer der besten Anzeiger für Vorkommen der Speisemorchel. Dort, wo Morchelbecherlinge erscheinen, sind oft auch Speisemorcheln zu finden. Teilweise wachsen Morchelbecherlinge und Speisemorcheln dabei sogar wild durcheinander. Wie sieht's denn mit Verwendbarkeit und Speisewert aus? Der Morchelbecherling ist einer der besten Speisepilze, welcher den verschiedenen Morchelarten da wirklich in nichts nachsteht. Der für den Morchelbecherling typische Chlorgeruch verschwindet bei der Zubereitung vollständig. Der Morchelbecherling besitzt einen sehr aromatischen Morchelgeschmack und hat dabei einen wunderbar festen Biss. Aus unserer Sicht einer der besten Speisepilze, der unter anderem durch den deutlichen Chlorgeruch zudem kaum mit anderen Arten verwechselt werden kann. Wie sieht denn jetzt der Morchelbecherling eigentlich aus? Woran kann ich Morchelbecherlinge denn erkennen? Ja, der Morchelbecherling kann einen Durchmesser von bis zu 20 cm erreichen. Jung ist er hellbräunlich bis gelbbräunlich gefärbt und becherförmig. Mit zunehmendem Alter werden die Morchelbecherlinge immer flacher und verfärben sich dann eher dunkelbräunlich. Ist der Morchelbecherling jung noch relativ glatt, bilden sich mit zunehmendem Wachstum deutliche Falten, die wie Adern wirken können. Dies hat dem Morchelbecherling die Beinamen aderiger Morchelbecherling bzw. Aderbecherling eingebracht. Der Morchelbecherling besitzt einen sehr kurzen, oft nur angedeuteten Stiel. An der Stielbasis ist das Myzelgeflecht oft gut zu erkennen. Der Stiel ist weiß-gelblich bis gelb-bräunlich gefärbt. Das Sporenpulver des Morchelbecherlings ist farblos. Das Fleisch der Morchelbecherlinge ist roh giftig bzw. stark unverträglich, relativ fest und brüchig. Charakteristisch ist der starke bzw. sehr, sehr intensive Geruch nach Chlor. Jetzt wissen wir, wo und wann wir den Morchelbecherling finden können, ja und wie der Morchelbecherling aussieht. Aber wie sieht es denn jetzt mit den typischen Verwechslungspartnern aus? Ja, zu den absolut typischen Verwechslungspartnern gehören auf alle Fälle die Scheibchenlorcheln. Scheibchenlorcheln wären gut durchgegart, zumindest theoretisch verzehrbar, allerdings roh stark giftig. Durch den Gyrometriengehalt der Scheibchenlorcheln kommen diese aus unserer Sicht nicht wirklich als Speisepilz in Frage. Zumindest wir meiden eigentlich alle Arten mit Gyrometrien. Wie kann man denn nun die Scheibchenlorchel vom Morchelbecherling unterscheiden? Scheibchenlorcheln sind typische Totholzbewohner und erscheinen dabei überwiegend auf alten morschen Stümpfen von totem Nadelholz, wie zum Beispiel Fichte oder Kiefer. Morchelbecherlinge wachsen dazu im Gegensatz in der Regel fast immer flach auf dem Boden und können vor allem in Auwäldern am Fuße von alten Eschen gefunden werden. Alleine das reicht meist schon aus, um die beiden Arten zu unterscheiden. Ein Morchelbecherling auf einem Nadelholzstumpf? Kaum vorstellbar. Eine Scheibchenlorchel am Fuße einer alten Esche und weit und breit kein Nadelholz in Sicht? Kaum möglich.
Noch einfacher oder auch zur Absicherung kann der Geruch herangezogen werden. Die Morchelbecherlinge sind für ihren etwas chemisch stechenden Chlorgeruch bekannt. Scheibchenlorcheln riechen dazu im Gegensatz neutral bis leicht pilzig, aber nie nach Chlor. Gibt es weitere Verwechslungspartner? Ja, gerade wenn es in Richtung April geht und die Bedingungen perfekt sind, warme Temperaturen, genügend Feuchtigkeit im Boden, dann können auch Anemonen- oder Schaboxkrautbecherlinge plötzlich außergewöhnlich groß werden und adrig daherkommen. Wir hatten hier tatsächlich schon zwei, drei Funde der beiden Arten, bei denen wir aus einiger Entfernung eher von Morchelbecherlingen ausgegangen sind. Auch hier kann im Zweifel aber der Chlorgeruch herangezogen werden. Morchelbecherlinge wie gehabt mit Chlorgeruch, Schaboxkrautbecherlinge und Anemonenbecherlinge ohne Chlorgeruch. Es gibt aber tatsächlich noch einige weitere Becherlingsarten, die aber in der Regel nicht wirklich in Auwäldern zu finden sind. So gibt es mit dem Buchenwaldbecherling und dem Riesenbecherling Arten, die dem Morchelbecherling zum Verwechseln ähnlich sehen können. Buchenwaldbecherlinge sind aber typische Buchenwaldbewohner. Riesenbecherlinge erscheinen dazu im Gegensatz eher auf Holzabfällen. Wie eigentlich alle typischen Verwechslungspartner des Morchelbecherlings besitzen aber auch der Buchenwaldbecherling und der Riesenbecherling keinerlei Chlorgeruch, weshalb auch hier der Geruch sehr einfach für eine einfache und vor allem sichere Unterscheidungsmöglichkeit sorgen kann. Jetzt sollten euch alle wichtigen Informationen zum Morchelbecherling vorliegen. Tatsächlich wurden in wärmeren Regionen Deutschlands schon die ersten winzigen Morchelbecherlingsbabys gefunden. Wie sieht es denn bei euch aus? Tut sich schon was? Wie wird der Morchelbecherling bei euch genannt? Wie immer gibt es für beliebte Speisepilze je nach Region teilweise die verrücktesten Bezeichnungen. Von Morchelbecherling über Aderbecherling bis Flachmorchel. Schreibt uns eure Erfahrungen doch gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen tollen Start in den März und viele warme, nasse Tage, damit unseren geliebten Frühlingspilzen in den kommenden Wochen genug Wasser für tolles Wachstum zur Verfügung steht. Habt noch ein tolles Wochenende, ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.